So, wer kennt's nicht, wenn's regnet? Dann regnet's Milch. Herzlich willkommen bei YamTamTam. Das ist Nico, ich bin Melissa und wir machen heute eine neue Blackbox Challenge. Ja, Thema ist Luft und ich will reingucken jetzt, weil ich bin sehr neugierig. Dann sind wir mal gespannt, was ihr für uns ausgesucht habt. Das nächste Thema wird Erde sein. Ihr könnt jetzt schon mal Zutatenvorschläge in die Kommentare schreiben. Da gibt es ja auch zuhauf, könnt ihr richtig kreativ werden. Da könnt ihr richtig kreativ werden. Oha, okay. Ich glaub, wir haben Eier. Und Himbeeren, weil Him wie Himmel oder weiß nicht. Ja, da fällt ja auch nichts mehr ein, ne? Naja, dann erklär mir mal, warum wir helle Kuchenglasur haben. Weil Schokolade luftig leicht im Magen ist und jeder luftig leicht aufgeschlagene Schokolade mag. Dann haben wir noch Zitronen. Zitronisch leicht und frisch und luftig. Okay. Kokosraspeln verstehe ich. Weil Kokosnüsse auch oben hängen. Ja, und ich finde, die, wenn man die so streuselt und so, und die sind so dünn geraspelt, das akzeptiere ich. Und wer kennt den nicht den Speisequark, den man von Bäumen erntet? Weil es weiß ist vielleicht? Okay, ebenso Schlagsahne. Ist auch weiß. Und wegen Aufschlagen und so? Ah ja, ja, ich bringe Luft in die Sahne rein, verstehe. Mhm. Okay, das ist Puderzucker und das ist Speisestärke? Ja. Mandeln gehobelt. So, wer kennt es nicht, wenn es regnet? Dann regnet es Milch. Nee. Das verstehe ich. Baiser, ja, das verstehe ich auch. Ja, das finde ich gut. Ja. Die Butter? Die kann man auch sehr schaumig aufschlagen. Mhm. Sahnensteif, um die Luft drin zu halten. Absolut. Und Backpulver und Vanillinzucker. Heute wird süß, finde ich gut. Es wäre schön, wenn wir was hätten, was das Thema aufgreift. Ja, luftig leicht. Ja, so Eclair oder sowas, ne, in die Richtung. Eclair finde ich gut. Mhm. Ah, wie heißt dieses Französische, wo der Eischnee drauf schwimmt? Das hätte ich auch gesehen. Ah ja, keine Ahnung, wie das heißt. Oder so. Ja, ihr wisst, wie das heißt. Schreibt das bitte unten in die Kommentare mit sehr vielen französischen Zeichen. Ich hatte kein Französisch in der Schule. Windbeutel. Okay. Oder wenn man fancy sein will, sagt man Profiterol. Das ist eigentlich mit Schokolade, aber wir haben ja hier noch Schokolade irgendwie. Ich würde sagen, du leitest an und ich mache. Okay, wir brauchen erstmal einen Brandteig. Brandteig kocht man ja so ein bisschen im Topf. Deswegen schmeißen wir jetzt hier mal alles rein. Profiterol ist eins meiner absoluten Lieblingsdesserts. Habe ich dich noch nie essen sehen, ehrlich gesagt. Ja, weil es die so selten gut gibt. Ah, okay, verstehe, verstehe. So, zu der Butter kommt Wasser. Und ein bisschen Salz. Das muss jetzt richtig aufkochen und in der Zeit messen wir schon mal unser Mehl ab. Ich weiß das übrigens nicht alles aus dem Kopf. Wir haben ganz kurz mal in unsere Rezeptdatenbank geguckt und gelinst, weil wir haben schon mal Windbeutel gemacht zum Beispiel und auch schon mal einen Brandteig. So, Stärke. Wenn das hier kocht, schmeißen wir unsere Mehlmischung dazu und dann müsst ihr richtig krass doll rühren. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ey, jedes Mal, wenn ich Brandteig mache, denke ich mir so, wer ist darauf gekommen? Das safe so ein Reste-Essen oder so von damals, keine Ahnung. Ja. Vielleicht weiß jemand von euch, wo das herkommt, wie es passiert ist. War euer Ur-Ur-Ur-Onkel Brandteig-Erfinder oder Erfinderin? Ja. What happens? Ja. Der mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Ich habe abgegeben, meine Arme waren lahm. Kugel ist da. Und sie kommt jetzt hier rein. Ja. In einem Brandteig kommen auch Eier rein, habe ich mir sagen lassen. Aber würden wir die jetzt sofort da reingeben, würden sie sofort stocken. Mhm. Deshalb kurz abkühlen lassen. Und das machen wir, indem wir damit drin rumrühren. Luft. Luft rein. So ist es. Wie der Dampf rauskommt. Schön. Schauen wir mal. Ist es kalt genug? Es hat ungefähr die gleiche Temperatur wie ich. Also eiskalt. Ja. Gut. Dann könnt ihr Eier jetzt da rein. Ah. So gut. Oder? Ja, wirklich. Keiner gesehen. Das war jetzt eine Reise, du. Das war eine Reise. Also wenn ihr zwischendrin denkt, ihr habt irgendwas falsch gemacht, habt ihr nicht. Es dauert bestimmt so 5, 6, 7 Minuten. Es ist ein bisschen wie zu fester Muffinteig jetzt. Das Ganze kommt jetzt in eine Spritztülle. Ja. Hau rein in den Klops. Mhm. Magst du Windbeutel? Ich liebe sie. Oh. Also ich finde sie zum Essen ganz toll. Ja. Noch nie gemacht. Du bist ja in Übung von den Schaumküssen. So? Jo. Tipptopp. Lass genug Abstand, die werden groß. Die müssen nicht so mega schön werden, weil die werden ja dann später eh irgendwie aussehen. Deswegen ist es egal.
Die gehen jetzt für so 15-20 Minuten in den Ofen. Yes. Für die Ganache kommt jetzt einfach fast alles von der Schokolade. Ein bisschen heben wir auch für die Deko. Warte, für uns. Auch. Hier in die Schüssel und dann kommt die Schlagsahne drauf. Die sollte inzwischen schon Raumtemperatur haben. Deswegen denke ich, klappt das schon. Ja. Und den Rest gebe ich dir zum Aufschlagen. Genau, machen wir so. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen Speisequark dazu. Mhm. Mit Zitronensaft. Ich gebe dir mal einen Schuss Milch rein. Ich müsste lange mal die Mandeln und die Kokos raspeln. So, jetzt kommt der spaßige Teil. Oh. Ihr seht zerkloppen. Ich dachte, du machst mehr Baller. Nee, dann wär's so explodiert. Das dachte ich jetzt auch. Ach so, okay. Du machst einfach so alles in eine Mischung. Ja, das ist auch ein gutes Topping für egal, was ihr habt. Das stimmt. Müsli, Joghurt, Eiscreme, Bowls. Uns sind die jetzt ein bisschen zusammengefallen, weil wir so super ungeduldig waren. Lass die ein bisschen im Ofen auskühlen, dann machen die nicht so. Okay, was möchtest du jetzt von mir? Möchtest du hier Schoko machen? Okay. Ach, süß. Aus dem Blackbox Luftzutat hat uns doch echt was Gutes geworden, finde ich. Absolut. Oder? Ich glaube, es ist auch lecker. Wir probieren mal. Wild. Mhm. Oh, lecker. Es ist sehr viel. Mhm. Es ist voll crunchy, diese Baiser. Mhm. Richtig nice. Und dann kommt die Frucht hinten so. Eigentlich alles, was ein Dessert hat. Mhm. Du hast Konsistenz. Es ist süß. Kann man natürlich auch mit jeder anderen Frucht machen, was ihr gerade noch im Haus habt. Dann freuen wir uns auf Blackbox Erde. Mhm. Schreibt fleißig Zutaten in die Kommentare. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bye bye.